Hallo und herzlich willkommen zu Tales of Arise Teil 73. Wir sind am kleinen und am großen Zeugel töten, haben 92.000 Galt, so viel hatten wir noch nie. Und wir möchten auch herausfinden, was hinter diesen komischen Tempeln steckt, also diese Sternschnuppen. Wahrscheinlich Zeugel nehme ich an. Ah, guck mal, das ist cool, dass man das von verschiedenen Stellen sieht. Dieses Teil da, dieser Keil, wie sie es nennen, der ist ja da im Wasser irgendwo und dabei sind diese vier Sternschnuppen oder diese vier Lichter gelandet. Ich meine, es müssen irgendwelche Tempel oder... Wir haben den einen gefunden, den Erdtempel schon. Das heißt, ich gehe davon aus, die anderen sind auch Tempel. Ein Wassertempel, einen Feuertempel und einen hier Lufttempel. Den Erdtempel ist natürlich in Menantia, das heißt, hier müsste der Wassertempel sich befinden. Scheiße, das Level ist wahrscheinlich auch wieder zu hoch. Speichern wir mal kurz. Und der Feuertempel müsste eigentlich in Kalakia sein und der Lufttempel müsste in Mahaksar sein. Ich glaube nicht, dass wir es damit aufnehmen können. Krass, wie die alle ein zu hohes Level haben. Nee, das schaffen wir, Level 42. Sturmbringer. Das schaffen wir doch, oder? 42 ist schon 140.000 Leben, ja komm. Ja, das kann ich. Das ist ja jetzt auch nicht irgendwer. Ich meine, die Ätzkillen ist der Trick. Dann ist natürlich wichtig, was der Starke kann. Wir haben nämlich schon ganz schön viel Schaden ohne mich, muss ich sagen. Oh, wie viel halten die Kleinen denn aus? Das ist ja echt ärgerlich. Hammer! Das ist nur ein Leben. Und die anderen tot? Die anderen tot? Sieht so aus, oder? Na, wie sie miteinander flirten im Kampf, ey. Ich weiß nicht, was ich ohne dich machen würde. Das war nicht der passende Zeitpunkt, ich weiß wirklich nicht. Ich bin wieder zu meiner Rettung gekommen. Alter, was ist denn los? Die flirten echt richtig hart. Jetzt muss ich mich auf den Fight konzentrieren. Lande. Heilung wäre auch ganz angenehm, Shion. Dankeschön. Das ist so krass, ich finde es so geil. Dieses Heilfeld. Yes! So, und jetzt drauf, Leute, drauf, haut drauf, was ihr könnt. Ich glaube, der ist fast schon ein bisschen schwächer als die Bums, oder? Ich weiß nicht, ich will den Mund nicht zu früh vollnehmen, weil... Man weiß nie, was sie noch im Petto haben, die Leute. Kann ich ihn runterschießen? Aber damit, ey, das ist so geil mit dem Flammenschwert einfach. Und BAM! Wobei diese Dings zählt nie, oder? Der Schaden zählt nie, der da gemacht wird. Ich find's aber krass, dass wir das schaffen, oder dass wir... Also wir sind ja schon
6 Level hinten. Dass wir trotzdem gegen ihn kämpfen können. Wobei wir von der Idee her eigentlich noch zu schwach sind. Und HP sieht gut aus. Na, scheiße, wir sind tot. Ach, man muss echt immer die Schnauze halten, sonst. Ich werde es auf jeden Fall wieder beleben. Komm, der Kern muss direkt den Match auch kaputt sein, bitte. Yes! Genau richtig. Hat er irgendwie Magie, die er einsetzt? Auch nicht, weil Kindle hat nämlich jetzt noch den Sicht tot, war nichts als hat sie das Leben. Zwanzigtausend, komm schon, 18.000. Schaden scheint jetzt mittlerweile echt da. Neuntausend, sieben, sechs. Und jetzt noch vom Himmel schießt dann vorbei. Und tschüss, das war's. Das war's und es war gar nicht so schwer. Und es gibt uns 10 HP mehr. Astralblume, bam. Ordentlich Erfahrung gibt es auch jedes Mal. Eigentlich sollten wir die großen Gegner einen nach dem anderen machen, weil es gibt so viel Bonuserfahrung. Müsst ihr euch überlegen, 1,3%, aber gut, okay. Das Problem ist halt, es wird blau und sobald es halt blau ist, geht es ganz schnell runter. Dann schaffen wir es dann schnell genug zum anderen. So, jetzt kassieren wir noch das Geld dafür und haben damit, glaube ich, über 100.000 Gold. Weiß nicht, ob ich ein paar Lebenselixiere holen soll. Wie viel haben wir noch? 5. Es geht noch. Bevor wir was Größeres starten, sollten wir mehr auf jeden Fall wieder haben. Sind die Tornados endlich verschwunden? Ja, sie sind alle weg. Die Tornados waren für mich das reinste Kinderspiel. Nun, das werde ich. Was wird doch? Welche Art von Magie habt ihr bei diesen Dingern angewendet? Eigentlich war das Teamarbeit mit Chion, stimmt's? Ja, ich weiß, wie man mit Waffen umgeht. Was hast du denn dann getan, während sie geschossen hat, junge Dame? Naja, ich habe sie angefeuert, ihr Befehle gegeben und sie gefüttert. Ich bin noch kein Hund drin, Will. Wie auch immer, es gibt jetzt keine Zeuge mehr, um die du dir Sorgen machen müsstest. Wir sehen uns später. Ihr geht schon? Du bist selbst ein kleiner Tornado, junge Dame. Voller Energie und blitzartig wieder weg. Meisterart Flammenschlag. Wie kann man die nochmal einsetzen, diese Meisterart? Ich weiß es nicht. Irgendwas mit Halten oder so, gell? Stürmisches Mädchen. Wenn jemand einen Tornado ins Spiel bringt, dann zaubert sie einen Hurricane herbei. Sobald er vorüber ist, ist sie fort wie ein Windhauch. Plus 50 Durchdringung, ey. Richtig stark. Es gibt richtige Boosts für uns. Jetzt will ich nochmal kurz gucken. Meisterart. Müssen wir irgendwo bei Ausrüstung finden, oder? Oder bei Arts wohl eher. Flammenschlag. Ein Anfängerfeuerart. Hä? Ich check's nicht. Ich guck mal nochmal kurz in die Hilfe hier. Steht da irgendwas mit Meisterart? Arts aufwecken. Nee, das ist das. Mystische Arts. Achso, während des Überlimits und nach einem Artetreffer. Zwei der folgenden Tasten gedrückt. Ah! Das heißt, wenn wir Überlimit haben, können wir das einsetzen. Dann müssen wir gucken, dass wir das mal einsetzen, ey.
Aber zu dem anderen kommen wir jetzt auch nicht direkt, zu den Meister Arts. Wahrscheinlich sind es einfach nur stärkere Typen oder stärkere Arten von Arts. Ha! Stärkere Arten von Arts. Ha! Hier. So. 目的地に着いたわよ. So, dann schauen wir mal. Dann schauen wir mal. Geheimes Angel, geheimer Angelplatz. Cool. Und Tempel noch cooler. Wobei wir wahrscheinlich zu schwach sein werden, um dahin zu können. Hier durch. Da konnten wir aber noch nicht hin, gell? Da können wir erst jetzt hin. Nebelheim Kalkhöhlen. Kann hier ein bisschen was singen. Okay, was kommt denn jetzt? Wahrscheinlich der nächste Tempel, schätze ich. Autsch, alles voll mit Säugeln hier. Ich frage mich, ob sie das Wasser verunreinigt haben. Ich spüre tief in der Höhle einen riesigen Fluss an Astralenergie. Er geht bestimmt von ihrem Anführer aus. Das Licht muss das Unheil an dieser Angelstelle angerichtet haben. Genau, wer weiß, wie viele köstliche Fische dadurch sterben mussten. Wir gehen rein, Shion. Richtig. Beruhigt euch, ihr zwei. Was auch immer da unten lauert, es wird uns einen harten Kampf liefern. Ich weiß nicht, sobald man die zwei wütend gemacht hat, wird sie keinen Zeugen dieser Welt aufhalten. Yare, yare. I don't know. Kunde die Nebelheim-Kalkhöhlen. Sieht allerdings nett aus. Nicht wie einer dieser Tempel aus. Ja gut, schauen wir mal. Diese Gegner hier sehen erstmal wie normale hier aus. Schleims, gucken wir mal, welches Level die haben. 54, ja, toll. What? Aber jetzt müsste es gehen, oder? Nee, es geht trotzdem nicht. Ich halte doch den Knopf, warum geht es nicht? Ich hab doch Überlimit jetzt. Scheiße. Viel zu schwach dafür, holy shit. Wenn ich halt die links trifft, bin ich halt direkt am Arsch, gell? Nicht mal die HP aufgefüllt. Ich kann nicht mal, ich schaff's nicht mal wirklich die Fuß zu brechen. Das ist halt richtig krass. Aber das ist vom Grunde her ein ganz anderer Tempel, oder? Was ist das der Tempel überhaupt oder fängt der da hinten erst an? Das müssen wir halt auch noch nachprüfen. Also wie ich diese mystische Art einsetze, weiß ich nicht, weil ich hatte ja jetzt Überlimit eigentlich. Es reicht, wir können die besiegen, aber halt auch nicht so. Und es gibt halt richtig viel Erfahrung. Gibt richtig viel Erfahrung, richtig krass gutes Zeug wieder, Komme ich jetzt einfach zu der Kiste? Die Kiste muss ja richtig geiles Zeug für uns haben, oder? Falls wir hinkommen. Ach, scheiße, ich weiß nicht, ob ich mich da durchkämpfe. Ich glaube eher nicht. Ich glaube eher nicht, oder? Die Kiste ist wahrscheinlich eh. Wahrscheinlich ist es so ein bisschen cheaten, wenn das hier Level 50 Zeug ist. Dann ist der bestimmt Level 50 Ausrüstung, also. Würde ich sagen, verzichten wir einfach mal da drauf und gucken mal, was das für ein Tempel hier ist. Wenn wir da durchkommen. Wie kommen wir denn da durch? Gar nicht? Wir kommen da gar nicht hin. Sehe ich das richtig? Also wenn, dann geht's geradeaus. Schauen wir mal. Mal so ein paar Wespen werden wir ja schon besiegen. Angriffsbiene 3. Hier liegt sie mal locker bis in Stufe 43.
Die besiegen wir locker. Ich würde auf jeden Fall gerne in diesen Dings gehen, in diesen Kampf gehen. Zumindest mal zum Reingucken. Das reicht mir, um noch eine Schnellreise, einen Schnellreisepunkt herzustellen. Lähmungsstachel 3, das ist neues Objekt, ziemlich gutes neues Objekt. Okay, wir kommen hier tatsächlich runter. Ah ja, krass. Dann kann ich hier zurückspringen und hier nach vorne, oder wie? Na gut. Also es muss ja eigentlich der Wassertempel sein. Es kann ja eigentlich gar nicht anders sein. Zentrum. Wait, das sieht genau gleich aus. Weiter geradeaus, würde ich sagen. Transzendentalkiesel. Muss da nicht mal, ich kann einfach. Ne, ich kann da durch. Schleimer hier, was? Warum sind da Schleimhals dabei? Richtig harte Nummer. Schleimer und Kiesel Level. Mal gucken, dass wir mehrere treffen. Das wäre das Beste eigentlich. Fast tot, aber ich bin im Heilbereich. Was, sie lebt noch? Warum lebt jetzt noch? Hilse, Lord, Hilse! Das ist interessant, wie sie so krass unterschiedliche Level haben können. Und dann bin ich tot. Und tschüss, da bin ich tot. Ich nehme gleich einen Trank. Horror, Shion, heil bitte. Ja. 113 HP, wenn es so weitergeht, müssen wir uns tatsächlich noch was dazu kaufen. Voll Heilfleisch, sehr gut. Oh oh. Krass, wie ich den noch konnte jetzt nicht unterbrechen, oder was? Yes. Nein, ich hab mich verklickt. Ich hab beide gedrückt. Okay. Ich auch noch nicht geschafft. Heilung bitte, danke. Ach, Shion, du bist echt die Lebenswerterin, ey. Nochmal ein Feld, Mann. Aber ich brauch halt auch nochmal ein Feld. Das gegen Gift einfach so stark eigentlich. Dazu so gegen halt. Und dann jetzt da, das ist schlecht. Wir sind jetzt noch zwei. Das muss sie wieder, muss ich sie wieder beleben? Ich weiß nicht. Ja, ich mach's.
Nochmal ein Heilfeld, wäre genau das Richtige. Das ist einfach so. Vier Pfirsich-Gelees. Wow. Ordentlich. Ich meine, ich muss hier eh nochmal irgendwann durchmarschieren. Ich kann mir eigentlich... Na, die Kiste hole ich mir. Gibt es denn hier einen Tempel? Oder müssen wir da jetzt hier so ganz die ganze Zeit geradeaus durch? Kraftschmanger, sehr schick. Können wir hier uns noch was leisten? Ja, können wir tatsächlich. Chillig. Damit sind wir auch auf 0 HP. Kann nochmal gegen diese Viecher kämpfen, ich glaube ich nicht. Da gehe ich lieber zurück. Das heißt, wir gehen jetzt so weit, wie es halt noch geht. Ein Labyrinth aus Tunneln. Ich glaube, hier kommen noch ganz schön viel mehr, gell? Weil wir sind im inneren Heiligtum und hier ist unsere Nebenquest. Also vielleicht doch nicht. What, hier ist ein Raschplatz. Nice. Oha. Da ist die Angelstelle. Ich glaube, wir kaufen hier ein bisschen was. Oder was hat der Typ gesagt? Die Natur funktioniert auf geheimnisvolle Weise und verbirgt viele Geheimnisse. Haltet die Augen offen. Man weiß nie, wann man Hinweise findet. Ich will mal was verkaufen. Weil wir haben nämlich Forelle, Barsch, einiges. Wir haben 22.000. Chillig. Und wir möchten kaufen. Und zwar... Guckt, wie teuer das einfach ist. Ich möchte Tränke des Lebens kaufen. 7 Stück, dass wir wieder auf 10 sind. Ist halt nichts gerade für uns. Kostenmäßig ist es gerade nichts für uns. Gar nichts. Gibt es hier irgendwie was mit seltenen Drops oder so? Alfen. Alfen. Dunkles Mal, erhöhter Angriff, KP heilen, Erfahrungsboost. Mehr fallen gelassene Objekte, das ist gut, gell? KP nach Kampf fallen, mehr seltenes Erz. Hier mehr fallen gelassene Objekte. Ein wenig mehr Objekte fallen, ist halt auch nicht so geil, gell? Kisara haut uns halt auf 5 Minuten hoch. Halt wirklich kurz. Ich weiß gar nicht, ob uns das jetzt hier überhaupt irgendwas bringt. Hey, what? Warum sagte Lord das?話があるんだけど。いい。どうしたんだ?改まって。私が持っていた人形の話。あれから考えてみたけど。あれ、なんかやっぱ、シーですけど。子供の頃の話だし、思い出せないのは無理ないんじゃないか。あの人形はとても古くて、最初からあったような気がするの。もしかしたらよ。 万に一つの可能性だけど。オッケー、ドッ。ダスイズドッ。ゲノディポベシ。あなたがレネギスに持ち込んだということはない。まさか。絶対にないと言い切れる。うん。あるというより、ないという方が簡単。わかってるわ。でも、ゼロと断言はできないでしょ?ずっと一人だと思っていた私が、あなたや、 ロイヤ、リンウェルやキサラやテュオハリムに出会ったように起こり得ないと思っていたことが起こり得るのも現実だわ。確かに。何もかも300年前に置いてきたのに今の俺は一人じゃない。あなたが300年を超えて私やみんなと出会ったように。一つの人形が時を超えたっておかしくはない。でしょ? このことに意味を見出すのも見出さないのも自由なら私はあると信じたい。偶然だ。ありえないとすねるよりよっぽど素敵だ。
Es ist eine tiefe Verbindung zu Shion. Gucken, ob mir das irgendwann mal irgendwas bringt, ob irgendwas anders ist, wenn du nicht die tiefere Bindung aufbaust. Ich glaube ja nicht. Ich glaube ja nicht, aber jetzt will ich wissen, was ist hier? Alter, was ist das? Das ist ein Zeugel, oder? Dann ist es doch nicht dieser Wassertempel. Vielleicht ist mit Lichtern in dem Fall auch einfach nur Dings gemeint. Auch einfach nur der Keil selber gemeint. Und wir müssen echt die Tempel einzeln schaffen, dass der nächste freigeschaltet wird. Kein gewöhnlicher Streuner. Nee, das ist definitiv kein gewöhnlicher Streuner. Ich gucke, ob ich an ihm vorbeikomme. Undine-Abwurf. Undine-Abwurf? Frag mich, was das bedeutet. Wir haben keine Chance gegen den. Ja, die kommen jetzt vom Himmel gefallen, oder was? Na toll. Also, das heißt, die Kleinen ignorieren? Es regnet Schleimklumpen, regnet sie die ganze Zeit. Alter, das ist Shion schon bei einem Leben. Shion ist tot. Vergiss es, Alter. Aber es ist zumindest nur ein Boss, ja? Kein Tempel auf jeden Fall. Wenn der allein wäre, wird man es vielleicht sogar schaffen, oder? Okay. Ja, vergiss es, komm. Zu schwer für uns. Zu schwer für uns. Kannst nichts machen. Müssen wir uns auch auf die Dings schreiben, auf die auf den Bierdeckel schreiben und uns später vornehmen. Krass, wie hart die Bosse da teilweise sind. Das ist richtiges Late-Game-Zeug, das wir hier jetzt gerade kriegen. Sehr interessant, sehr interessant. So, genau, aber was möchten oder was müssen wir noch machen? Das war diese Biene, die ein bisschen zu stark war. Das ist viel zu stark. Wasserfälle, was war da? Was waren denn Wasserfällen? Gehen wir mal kurz zu den Wasserfällen. Erkunde die Nebelheim-Kalkhöhlen. Ja, okay, wir erkunden die mal kurz. Wo können wir denn da hin? Wo gibt's denn hier den nächsten? Ich guck mal kurz nochmal, was die Quest gesagt hat. Hä, wir haben da überhaupt nichts. Doch hier. Das hier, oder was? Pelagions Zeugelmaskottchen. Ganataros, Wasserfall, auch hier um Wasserfälle. Besiege 5-mal wilder Wurmsel. Das ist die Quest, oder? Ja. Das sollte ja eine schnelle und einfache Quest sein. Jetzt muss ich nur gucken, wo ich am schnellsten hier hinkomme. Wo am schnellsten der nächste Teleporter ist. Hier ist ein oberer. Hey, das ist doch blöd. Fuck, ey. Gibt's hier keinen Schnellreisepunkt? Keinen einzigen Schnellreisepunkt? Ganz oben gab's doch einen. Oder kommen wir von hier nicht weg? Nee, das macht auch keinen Sinn. Ja, stimmt, ist keiner. Steht ja da. Schimmelfall, wenn was, wir müssen von hier zu den Wasserfällen. Das heißt, wir gehen hier hin. Und laufen einfach nach oben. Für ein paar wilde Wumseln, ey. Kotabi mo shigekiteki na tabi de atta. Diese ganzen Wumseln, diese wilden. Fuinki ga kawatta.
Was, irgendwas ist hier komisch? Liegt die nicht? Ich hoffe, ich muss auch nicht gegen die kämpfen. So schreulich. Wieder hoch. Ich will nicht gegen irgendwelche. Oder sind das wilde Wumseln? Nee. Wir sind da ja hoch. Die wilden Wumseln sind ja diese komischen. Die süßen Teile da. Ja, das macht's halt echt mit diesen. Leuchtender Gegner, ja, der droppt halt mehr. Komm, den machen wir kurz. Das macht's halt jetzt echt noch mal ein bisschen interessanter mit den. Mit diesen Tempeln. Ob es da jetzt wirklich nur einen gibt oder ob wir einen stehen müssen, um den nächsten freizuschalten. Link fließt auf Lege. Link am Treten der Kämpfer ohne Witz. Immer diese Flegel. Fester Megaknochen, 7 Stück, also dropmäßig. Dropmäßig läuft's schon, hey, das muss ich erst sagen. Wie weit müssen wir denn noch latschen, die nächste Ebene. Bin ich da durch? Komm schon, komm schon, komm schon. Yes! Ha! Ja, stimmt, die lassen ja auch mehr Zeug fallen, deswegen. Ich glaube, ich bock nochmal den Wasserfall runter zu springen. Da vorne sind sie schon, gell? Ach komm, ich konnte mich nicht bewegen. Ganz sogar hier tatsächlich noch ein bisschen Schaden, ja, die sind noch gar nicht, sind vom Level halt noch nicht so weit unter uns, weil sie im letzten Bereich sind. War natürlich auch kein Problem. Strahlender Ursprung. So, jetzt kommt mal her, ihr Wumseln. Hier war doch der Sprung nach unten, oder? Oder war der noch höher? Ah, der war noch höher. Das war cool. Gab's da unten einen Angelplatz, frage ich mich gerade. Wasserfallbecken. Nee, gab's nicht. Ach, komm schon, Hat es aber gerade noch gereicht zum Fußbetten. Sie umzingeln uns noch einen Gegner. Sie umzingeln uns, alles klar. Der Dohalim kann immer komplett die Situation perfekt einschätzen. In jedem Moment kann er das. Was für ein Kerl. Was für ein Kerl. So, dann kommt mal her, wilde Wumseln. Jawohl, es gibt beide, oder? Es gibt beide. Hammer! So, dann fehlen jetzt noch mal zwei. Sind hier dabei? Ich hoffe. Nee, sind sie nicht. Scheiße. Dann ganz da unten wahrscheinlich, gell? Auf der komplett anderen Seite. So nicht hier hoch, sondern hier rüber. Hier runter. Oder müssen wir nochmal ganz komplett zurück und wieder herkommen, um welche zu finden? Nee, das sind welche. Hätten wir gleich in die Richtung können. Da ist er, unser Ziel.
Und tschüss, Quest erfolgreich abgeschlossen. Wer wollte denn die nochmal? Auftraggeberin. Auftraggeberin, wo ist denn das? In der verborgenen Wehr. Ne, okay, das ist Hauptquest, was laut. Was rede ich? Achso, das war das mit dem Zeugelmaskottchen. In Pelagion. Das war ja das. Das ist schon eine Weile her, dass wir die angenommen haben, gell? Das hier, ja. Dann geht man die noch ab. Da haben wir heute ein bisschen eine längere Folge. Und dann war es das für heute. Morgen machen wir noch ein bisschen weiter. Aber ich glaube tatsächlich, dass uns morgen reicht mit den Nebenquests. Und übermorgen wir dann wieder Hauptquests machen, schätze ich. Je nachdem. Ich denke, die FP gebe ich davor noch aus. Aber ja, schauen wir mal. Wie lief es mit den Wumpseln? Großartig lief es. Wir haben welche mitgebracht. Super, lass sie mal sehen. Wow, das sind sie. Ihr seid solch süße kleine Wesen. Ich verstehe es immer noch nicht. Tausend Dank, mit diesen kleinen Jungs kann ich Bilder von Wumpseln zeichnen und ausgestopfte Tiere machen, die wie sie aussehen. Sobald sich das rumspricht, werde ich total berühmt und beliebt. Oh, fuck. Habe ich mich verschluckt. Ahaha, da hat aber jemand einen Plan. Klingt, als wäre dieser Ort in guten Händen. Denkst du das wirklich? Danke für eure Hilfe. Ich werde die Wurmseln zum Maskottchen der ganzen Stadt machen. Ihr werdet schon sehen. Kein Problem. Ich werde die Erste sein, die eins deiner Stofftiere kauft, sobald sie fertig sind. Rezept für Fischsteak. Warum auch immer wir hier ein Rezept für Fischsteak bekommen. Aber egal. Oder beschwert sich. Richtig viel. 5800 FP. Ja, die müssen wir auf jeden Fall ausgeben davor noch. Aber ja, schon ein paar Nebenquests in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zugucken. Macht's gut. Haut rein und tschüss.